Hallo, grüßt euch, hier ist Conny Julitz mit Pepper Chef. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie man Hühnerhaxel oder Hähnchenschenkel, wie man die am besten auf dem Zauberstein macht. Und zwar, ich habe hier 4 Stück gekauft, weil wir sind zu viert. Und ich werde jetzt ordentlich salzen. So, dann presse ich noch mit unserer Knoblauchpresse, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da brauche ich den Knoblauch noch nicht einmal schälen, den tue ich einfach nur rein. Und dann drücke ich da drauf. Und dann kommt der quasi geschält rausgepresst. So. Und dann kann ich, also bleibt eh alles hier bappen. Ansonsten hätte ich hier noch so ein kleines Bürstchen, das ich einfach von der Seite reinstecken kann. Und dann drückt es die ganzen Reste, drückt es dann einfach auf der anderen Seite raus. Brauche ich jetzt aber gar nicht. Also ich nehme jetzt einfach noch eine Knoblauchzehe, weil ich mag das ordentlich scharf haben. Das kann ich jetzt auch hier wegkratzen. Zack, 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 zack. So. Den Rest einfach rausholen. Und das hier weg. Und noch einmal durchspülen, ist schon wieder fertig. So. Und die Bürste kann man aufwärmen, indem man sie einfach da unten wieder reintut. So. Jetzt gesalzen habe ich. Jetzt kommt ja noch ein bisschen Paprika dazu. Und dann ganz einen leichten Hauch, also wirklich nur ganz wenig von ein bisschen am Öl. Weil das Hühnchen an sich ist ja eh schon fett. Und man tut natürlich nur ein bisschen. Das ist nur so ein ganz kleines Ideechen. Jetzt mantle ich das einmal so durch, dass das überall schön hinkommt. Jetzt gebe ich auch noch ein bisschen Salz dazu. Ich glaube, es war ein bisschen wenig. So, dann. So, dass das alles schön eingeschmiert ist. So. Ich habe noch ein bisschen barzige Finger, aber das macht ja nichts. Kann man sich ja wieder waschen. So. Dann lege ich meine Hühnerhaxel, die sind jetzt hier so rötlich, seht ihr, lege ich jetzt einfach auf einen großen Zauberstein. Auf einen kleinen wird es wahrscheinlich auch gehen, aber ich glaube, da habe ich noch zu viel Kartoffeln dafür. So, ihr wisst ja, dass der Zauberstein immer bis zu 2/3 belegt sein muss. Also da kann man eben variieren, ob man den kleinen oder den großen Zauberstein nimmt. Bei mir ist es eben jetzt der große, weil ich habe noch Kartoffeln und habe noch Gemüse, was ich damit drauf tun soll. Weil wenn der nämlich nicht zu 2/3 belegt ist, kann es sein, dass durch die Temperaturspannung, dass er euch zerreißt im Ofen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja dann noch viele leckere Sachen drauf machen. Von daher, so, ich wasche mir schnell die Finger. Finger wieder sauber. Stellen wir das zur Seite. Jetzt habe ich hier schon Kartoffeln in so Wedges geschnitten. Und habe auch noch ein paar Zucchini-Scheiben, die ich damit drauflegen möchte. Also die sind nur für mich, weil meine Söhne mögen die nicht. Und ich habe jetzt hier, da habe ich ein selbstgemachtes Rosmarinsalz drin. Und zwar war das eigentlich ziemlich einfach, weil ich habe so wahnsinnig viel Rosmarin im Garten. Und den habe ich einfach genommen, 2 so Stängel, so riesige, abgezwirbelt, in einem Mixer mit Salz zusammen verrührt und dann einfach in der Sonne trocknen lassen und dann nochmal fein gemahlen. Dann ist da so ein leckeres, schade, dass ihr das nicht riechen könnt, so ein leckeres Salzwasser und das gebe ich jetzt hier drüber. So. Dann gebe ich hier auch wieder ein bisschen Öl und zwar ich nehme Rapsöl, weil Olivenöl darf nicht so hoch erhitzt werden, Distelöl ist nicht hoch erhitzbar, von daher einfach ein Öl nehmen, was man gut erhitzen kann und zwar ist das meins. Das ist das Rapsöl. So. Das alles durchmanteln, dass da überall was dran ist. Und natürlich aber nicht zu ölig, weil wir können ja mit dem Stein relativ fettfrei machen. Aber dass die Kartoffeln oben schön groß werden, müssen wir sie eben ein bisschen einölen. Und einsalzen. Und überhaupt. So. Und damit mir jetzt dieses Händel, was vielleicht ein bisschen Flüssigkeit austreten kann, damit das jetzt nicht zu sehr runtertropft in meinen Backofen, lege ich jetzt einfach die Kartoffeln so wie so ein Zaun außenrum. So, ich zeige euch das dann gleich. Zucchinis dazwischen. Dass da schön, da quasi kein Platz ist, wo man so runtertropfen kann. So, da. Das Ganze kommt dann in den vorgeheizten Ofen bei 230 Grad. Und ich denke mal so nach 20, 25 Minuten, das ist so je nach Dicke des Fleisches und das ist jetzt nicht so wahnsinnig meins,
Ich schaue mal, ich sage euch dann danach, wie lange es dann drin war. Jetzt passt es mal auf. So, jetzt ist das gleich belegt hier. Schön in der Runde. Schaut her, mein Zauberstein ist ganz schön voll. Der kommt jetzt in den Ofen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt ist bei mir eine gute halbe Stunde, so 35 Minuten sind jetzt vorbei. Jetzt ziehe ich mir meine Silikonhandschuhe an, damit ich mir nicht meine Finger verbrenne und hole das Ganze aus dem Ofen. Ihr seht, ich habe auch schon das Kuchengitter zum Aufrühren genommen. Oh, oh, oh. So, ta, 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 ta. Seht ihr das? Das ist ja super schön geworden. Super braun, super knusprig. Dann nehme ich jetzt einfach meinen kleinen Servierheber und schmeiße das Ganze runter und mache mir das jetzt hier auf meinen Teller. Ihr seht, es geht wunderbar weg. Oder auch nicht, doch. Jetzt noch Zucchini, weil das will sowieso kein Mensch außer mir. Udala. Zeige ich euch gleich, wie ich mir das hier schön anrichte. Das ist für mich. Und dann kommen jetzt noch ein paar Kartoffeln dazu. So, dazu gibt es jetzt einen Kräuterquark und dann lasse ich es mir jetzt schmecken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Cornioles mit Pemperchef. Ihr könnt mich auf Facebook besuchen, da heißt es das gleiche, Cornioles mit Pemperchef. Oder ich habe auch eine Gruppe, die heißt Thermomix Featured Pemperchef. Könnt ihr gerne dazukommen, da sind Rezepte in den Dateien und ja. Wenn ihr Sachen, zum Beispiel wie den Zauberstein oder den Servierheber oder die Silikonhandschuhe oder das Kuchengitter, wenn ihr das gerne kaufen möchtet, dann steht euch mein Shop jederzeit zur Verfügung. Und zwar ist es www.jolitz.shop-pemperchef.de. Ich freue mich. Bis dann. Ciao.